Erkältete Grüße wünsche ich euch hier aus Arcadia Bay. Wie ihr an meiner Stimme hören werdet, bin ich jetzt so richtig erkältet, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, weiter Let's Plays aufzunehmen in Life is Strange. Wir haben im letzten Part mit Hilfe unseres Raumzeitkontinuums heroisch die garstige Limonade besiegt und Kates Buch davor gerettet. So, und jetzt haben wir die Aufgabe bekommen, ihr das Buch zurückzugeben. Und nachdem wir frisch geduscht sind, müssen wir jetzt im Grunde nur noch Kates Zimmer finden. Unbekannte Nummer. Oh oh. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Na, wer das wohl sein kann, Ich nehme mal an, das ist Nathans Nummer. Oh shit. Now I'm getting anonymous threats. It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. If I'm not already. Ja. Ach so, das könnte auch von jemand anderem sein. Pi. Pi? Das ist Victorias Zimmer, das weiß ich ja. While will bang for God. Das tun wir mal entfernen hier. Okay. Kates Zimmer klopfen. Kate, you in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Oh. Oh, und jetzt können wir uns hier in Kates Zimmer umsehen. Das ist aber ein sehr düsteres Zimmer, finde ich. Ja gut, hier, die Jalousien sind auch herunten. Ansehen. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Okay, lesen. Betreff: Ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf vom Direktor Wells bekommen bezüglich deines Partyvideos von dir erhalten. Unser Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dies ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich oder unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest. Deine Mutter. Oho. Oho. Arme Kate. Es ist natürlich die Frage, ob das. Also ich meine, sie bestreitet ja, dass es ihr Video ist oder ein Video über sie ist. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Ich habe jetzt so den Eindruck, als würden wir ein bisschen mehr über Kates Schicksal, sage ich mal, erfahren in ein paar Minuten. Okay, hier liegt die Kleidung recht unordentlich. Maybe Kate has a split personality. Church girl by day, party monster by night. Sicherheit statt Reue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht please wait Ausrufezeichen at praisebjc.org. Aha. Habe ich das Falsche angewählt? Kleidung. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Okay. Bibel. Kate even makes notes in her Bible. Oha. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Matthäus 18, 11:28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nächste Seite. Oh, das ist durchgestrichen. Sprüche 21, 15. Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was recht ist, aber eine Furcht den Übeltätern. Ob damit Victoria gemeint ist? Mit den Übeltätern meine ich. Foto. Damn, it's the all-American zombie family. Oi. Die All-American Zombie Family. Jalousien. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Dann haben wir hier noch ein Foto.
Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Oh, sie hat wohl auch Freundinnen. Vielleicht auch nur gehabt. Es sei denn, die sehen alle das Video nicht. Oh, der Spiegel ist abgedunkelt. Was haben wir hier? Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Ja, aber das passt irgendwie nicht zu der Person, die da gerade sitzt. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Das wäre allerdings sehr traurig. Gigantic hen and a tiny dino. Okay, Riesenhenne und kleiner Dino. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Oh, Kerzen. Kate really has a doting father. Lesen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Johannes 1,5. Kate, du wirst immer mein hellstes Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmungen und Küsse, Papa. Okay. Foto. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Ah, okay. Alyssa und Stella. Die haben jetzt aber nicht so viel Interesse an ihr gehabt, oder? Tja, Poster. Hey, I'm trying to use my powers for good. Max fühlt sich nicht, nicht wohl in, unter den Blicken von Jesus. Ansehen. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Dann nehmen wir auch gleich ein Foto davon. Brief. Ouch. She left out Amnation. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezabel, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, zeigst du dich vor deinen Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele vor dem ewigen Höllenfeuer bieten. Tante Marsh. Okay. Ich habe gerade so den Eindruck, in dieser Familie aufzuwachsen ist auch nicht gerade leicht. So. Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Ich weiß zwar nicht genau, wer H.R. Geiger ist, aber es sieht unheimlich aus. Sieht sehr verzweifelt aus. Ja, dann glaube ich. Es sei denn, ist es noch in der Mitte im Raum irgendwas. Haben wir alles, dann kümmern wir uns jetzt mal um Kate. Poor Kate. She doesn't look good. Dann sprechen wir mit ihr. Hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Ich hasse diese Idioten. Ich hatte keine Wahl. Ich hasse diese Idioten. I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Hast du mit ihnen gefeiert? Warum? Was ist mit dem Video? Sollen wir sie mal nach dem Video fragen? Oder sollen wir fragen, hast du mit ihnen gefeiert? Ich frag mal, hast du mit ihnen gefeiert? Did you party with them? I went to a Vortex Club party against my better judgment. Not my scene at all. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Klingt nicht nach dir. Warum bist du hingegangen? Das ist grauenhaft.
Das klingt nicht nach dir. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine. And then I drank water. Nicht genug, um betrunken zu sein. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott. Bist du hingegangen? Wie schlecht ging's dir? Nathan Prescott? Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And that's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here, near my bag. Wow. Das ist ja mal richtig, richtig übel. Also, cooler Vortex Club hin oder her. Also, das ist ja mal wirklich, ja, ein Wort mit SCH, mehr sage ich dazu nicht. Buch. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Zur Polizei gehen, nach Beweisen suchen. Ja, nach Beweisen suchen natürlich. Man kann nicht einfach zur Polizei gehen ohne Beweis. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Also ich sehe das wirklich genauso. Ohne Beweise, wenn sie zur Polizei geht, dann, ja. Irgendwie, komme ich mir auch gerade ein bisschen bescheuert vor, weil ich meine, den Nathan habe ich damals in der Mädchentoilette nicht verpfiffen und jetzt habe ich wieder jemanden davon abgehalten, ihn anzuzeigen oder so. Ich weiß auch nicht. Ach ja, ich muss ja auch noch ein paar Sachen vorlesen weiter. Bus zum Diner nehmen, okay, das machen wir dann auch. Chloe hat eine SMS geschickt. Okay. Max, Essen, Two Whales,
Seh dich da. Brich dir beim Texten keine Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Okay. Ja. Dann werde ich jetzt mal hier nochmal schauen, was es hier zum Lesen gibt. Genau, 22, das hatten wir schon. Ziel, ich muss den Bus zum Diner nehmen. Hello World, 8. Oktober. Ich wachte als eine andere Person auf, auch wenn es noch keiner weiß. Nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und die Rettung von Chloes Leben neben anderem irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde, in Blackwell, muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen, würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit- und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmte Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate Marsh zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Okidoki. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Bilder an, die da neu dazugekommen sind. Drei Stück nämlich. Zum einen Rachel. Wo ist Rachel Amber? Obwohl die Blackwell Akademie so abgelegen und friedlich wirkt, holt einen auch hier die traurige Realität ein, wie die Vermisst-Poster auf dem gesamten Campus zeigen. Ich habe ihren Namen schon durch Osmose gelernt. Ich glaube, sie war eine beliebte Schülerin und verschwand vor 6 Monaten. Rachels Foto auf dem Vermisst-Poster ist toll. Sie posiert und sieht hübsch aus wie ein Model. Wer sie wohl fotografiert hat? Ist sie von zu Hause weggelaufen? Hoffentlich. Um ihretwillen. Es ist so traurig. Ihre Eltern tun mir so leid, so eine Scheiße durchmachen zu müssen. Seufz. Ganz gleich, wie sehr Blackwell einer geheimen Sphäre voller Wissen ähnelt, der Realität entkommt man nicht. So. Dann Warren. E ist gleich im C-Quadrat. Ich wusste, wenn ich Warren mein Handy gebe, jagt er es für die Wissenschaft in die Luft. Er will seinen USB-Stick nach weniger als einer Woche zurück. Er meinte, ich soll mir alles ansehen, es seien massenhaft coole TV-Serien und Filme drauf. Gott sei Dank war das kein Porno. Und ich bin dankbar für Warren. Er ist ein echter Freund und wir teilen viele Interessen. Er liebt Wissenschaft, versteht Kunst und weiß gute Fotografie zu schätzen. Er sagt, er liebt meine Bilder, aber vielleicht will er bloß nett sein. Warren ist ein Geek, aber man weiß, woran man ist. Ich bezweifle, dass er mich je anlügen würde. Es fühlt sich gut an, hier einen Verbündeten im gleichen Alter zu haben. Und er bringt mich zum Lachen. Scheint wirklich ein netter Kerl zu sein. Und Chloe. Dann ist da noch Chloe Price. Was sagst du nach 5 Jahren Funkstille zu deiner besten Freundin, nachdem du ihr Leben gerettet hast? Nichts. Ich fühle mich so mies, dass ich mich nicht gemeldet habe oder mal geschrieben habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Sie sieht so vertraut und doch so anders aus. Sie ist erwachsen und scheint mehr als nur 1 Jahr älter als ich zu sein. Ich liebe ihre blauen Haare und punkigen Klamotten. Es macht Sinn, dass sie zur Rebellin wurde. Sie sieht immer noch aus wie ein Pirat, mitten im Stage Diving. Ihre Körpersprache sagt mir, dass sie sauer auf mich ist. Ich bin froh, dass ich die alte Chloe noch in ihr sehe. Oder ist es die junge Chloe? Sie muss wegen dem Tod ihres Vaters total fertig sein. Wäre ich auch. Das war eine furchtbare Zeit für Chloe und Joyce. Ich fühle mich schlecht. Vielleicht war ich froh, wegzuziehen, um dem Kummer zu entkommen. Apropos Kummer, sie hat sich offensichtlich mit Nathan Prescott's Mist eingelassen. Kein Plan, was zwischen den beiden abgeht, aber ich werde es rausfinden. Um jeden Preis.
Gut. Das war das. Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir noch ein paar Fotos geschossen. Ah, das ist jetzt Chrysalis 2. Hätte ich da noch mehr Fotos nehmen sollen? I'm so dirty. Und hier haben wir das Foto geschossen, zumindest von Katies Kaninchen. Gut. Dann wären wir hier durch. Und ich würde sagen, Leute, wir machen hier einen Cut und wir gehen dann zum Diner und zu Chloe im nächsten Part. Und da bin ich schon gespannt, denn da müssten wir dann auch Chloes Mutter kennenlernen. Also, bis dahin. Ciao.